Dankeschön. Der Reinhard, der Much, Michael und der Florian. Grüß euch, Buben. Hallo. Servus, die Herren. Ich freue mich, dass ihr wieder mal vorbeigeschaut habt. Uns freut es auch sehr. Die haben ja schon begonnen, Musik zu machen. Da konnten die nicht laufen, nicht sprechen, aber Musik machen. So lange seid ihr schon dabei. Wir kennen uns viele Jahre. Ja, wir kennen uns wirklich schon viele Jahre. Heuer feiern wir unser 20-jähriges Bühnenjubiläum. Aber, 20? Aber wir können uns noch gut erinnern, als wir noch kleiner waren als du. Deswegen, ich wollte es nicht so direkt sagen, aber 20 Jahre hat sich ein Applaus verdient. Hallo, die Burschen, Dankeschön. 20-jähriges Bühnenjubiläum dieses Jahr. Also ich habe zu meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum vor 40 Jahren eine CD aufgenommen. Und ihr sitzt faul um einen was? Wir haben in den letzten 20 Jahren weit über 30 CDs schon aufgenommen und werden natürlich auch heuer zu unserem Jubiläum wieder eine neue Produktion herausbringen. Also die ist schon im Laufen sozusagen. Wir sind schon wieder im Studio. Und da möchte ich mich auf diesem Wege vielleicht einmal bei allen bedanken, die das immer möglich machen. Unsere Plattenfirma, all unsere Komponisten, die immer ganz tolle Titel für uns schreiben. Und dann natürlich schlussendlich alle Freunde und Fans, die immer wieder auf unsere CDs, auf unsere Musik zurückgreifen. Dankeschön. Und euch zu Goldjungs machen. Ja, ja, viele, viele Male. Aber wir, wann immer wir uns treffen, schauen wir, wenn es die Möglichkeit ergibt bei einem Auftritt, dass wir miteinander musizieren. Und wir haben überlegt, wenn ihr heute eben hier seid, was können wir machen? Und da sind wir draufgekommen, es gibt einen Mann, der super Musik macht, Hubert von Goisern. Ja. Vielleicht kennen Sie den Titel Brenner tat's gut. Das ist ein schwungvoller Titel, ein Partytitel, wo man mitklatschen kann. Und bestimmt haben ganz viele Menschen gedacht, hey, da kann man super feiern drauf. Und erst später dann haben sie auf den Text gehört. Und leider passt dieser Text auch in die heutige Zeit. Brenner tat's gut. Der Teufel seine Kinder kriegt. Wo ist der Platz, wo es zusammenrennt? Wo ist das Feuer, hey, wo geht denn grad der Blitz nieder? Wo ist denn die Hitten, wo der Stadel, der brennt? Haben wir Pech oder ein Lauf, fallen wir rum oder auf? Sind wir dünn oder dick, haben wir ein Reim oder Glück? Gehen wir aus, schenken wir rein, tun wir uns obi oder klein? Sind wir Christ, hätten wir gewusst, wo der Teufel baut sein Mist? Ah, jeder weiß, dass das Gürtel auf der Wiesn wächst und dessen kann man's auch nicht, aber brennen tat's gut. Hey, ob den Kornar Ingenieurer, wieso kriegen wir über die vier an die Lieben, die Wahrheit verbieren und wenn's nicht kriegen, was wollen, dann wird's halt schulden. Hey, die soll der Teufel holen. Wo ist der Platz, wo der Teufel seine Kinder kriegt? Wo alles zusammenhängt? Wo ist das Feuer, wo geht denn gerade der Blitz nieder? Wo ist denn die Hitten, wo der Strudel, der brennt? Dankeschön. Mit euch kann man das machen. Freut mich. Ich bin begeistert. Ja, Brenner tat's gut, mein Gott. Aber wir schalten ja heute mal ab vom Alltag. Stimmt. Wir sind da, um Menschen zu unterhalten, die wissen, wie schön es ist, gute Musik zu hören.